Und damit herzlich willkommen zurück. Wir spielen wieder Wallace and Gromit auf Deutsch. Ja, ganz toll. Ja, ist ein, auch von, den Machern von The Walking Dead oder auch von, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Diddledick. Hallo Gromit, mein Freund. Oh, jetzt redet der mit dir. Wie geht's denn, Wallace? Eine Indel. Wenn du das Lackerle, ich bin Gromit, hallo. Schon von der Kirmes gehört? Ich war noch nie auf einem richtigen Stadtfest. Ja, ich habe gehört. Ah, das wird bestimmt toll. Du gehst doch sicher auch hin mit Herrn Wallace. Ja, natürlich, ja, einverkaufen. Schon von der Kirmes gehört? Ich. So, also da kann mir auch nicht weiterhelfen hier. Besteht denn da noch so Schönes dran? Ach, guck mal, hier wollen wir. Hörst du auf? Wie kann ich denen denn da die Chips entreißen? Na, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Okay. Hier ist auf jeden Fall jede Menge Hallo, Futter Robert, drin. Mein Freund. Wie Hallo. Geht's denn, Wallace? Was steht denn hier dran, Tolles? Ja, ja, ja. Was steht, ist ja alles vollgekleistert mit irgendwelchen Dingern. Helft den Hunden. Hunde entflohen. Die armen Hunde. Ja, die fressen mir alles weg und machen nur Ärger und Stress da bei mir. Das gibt's doch gar nicht. Was? Zimmer mit Bad? Konferenzraum zu mieten. Ja, super. Wer mietet sich denn Konferenzraum? Also muss ein eigener her. Ach, hier die olle Tante am Zeitungsstand. Hi. Ah, guten Morgen, Kleiner. Hallo, Große. Bist wohl gerade ein bisschen Gassi. Ja, sicher. Na, bei dem schönen Wetter. Kann ich was für dich tun? In der Stadt ist die Hölle los wegen dieser Benefizkirmes am Wochenende, wie? Wurde auch Zeit, dass jemand die Hundepension wieder aufbaut. Oh yeah. Ich hatte in letzter Zeit Zusammenstöße mit allen möglichen Streunern. Terriern, Spanielen, Mischlingen. Ja, sogar mit einem irischen Wolfshund. Was? Sie hätten sehen sollen, wie groß der war, als wie er groß? Versucht hat, an meine Speckwürfel auf dem obersten Regal Speckwürfel. Zu kommen. Speckwürfel? Lecker. Ich über den Haufen geworfen und meine Markise abgerissen. Das Chaos hätten sie sehen sollen. Ja. Aber ich habe ihm heimgeleuchtet, das kann ich Ihnen sagen. Wenn du die Futterluke so weit aufreißt, ist es kein Wunder, dass das arme Tier erschreckt. Kümmer dich um deinen eigenen Kram und unterbrich mich nicht. Das ist genau der Grund, warum du keine Freunde hast und den ganzen Tag lang nur mit den Vögeln sprichst. Ha, ich brauche eben intelligente Gesprächspartner. Jedenfalls war es höchste Zeit, dass die Leute sich zusammentun und die Hundepension wieder auf Vordermann bringen. Denkst du nicht auch, mein Lieber? Ja, das stimmt. Aber es ist schön, er sieht sie uns und ja, zum Schluss werden wir noch geduzt hier. Die kann sich auch nicht entscheiden, diese epische Zeitungshändlerin. Und da ist die Polizei. Tja, da können wir ja auch mal reinschnüffeln. Geht nicht, aber wie der Zufall Halli, so will, hallo. Steht hier ein Hallihallo rum. Hi. Ich freue mich auf die Kirmes am Wochenende. Ja, ich hab's mitbekommen. Das wird ein schönes Getümmel. Und dazu noch für einen guten Zweck. Das stimmt. Nämlich für die Hunde-Aktion da. So, was haben wir denn? Gas. Was steht hier so drauf? Ja, helft den Hunden dieses Wochenende. Jeder Karte in Kauf rettet ein... Was ist denn das? Also, wir sehen schon viele, viele... Wow, ein Hundegefängnis. Oh Gott, sehen die. Das ist ja wie zwei Piranhas da, die beiden. Das ist ja unglaublich. Tja, will man die befreien, oder? Hier, wir müssen ja erstmal jetzt an den Baum pinkeln hier. Los, heb das Beinchen. Komm schon. Los. Heb das Beinchen. Los. Was bist du denn für ein Hund, Gromit? Meine Güte. Oh, das gibt's ja gar nicht. So, ach, was haben wir denn hier noch? Das haben wir auch noch nicht näher untersucht, das Teil hier. Okay, jetzt haben wir also wieder was gefunden. Wir gucken uns das Ganze natürlich nochmal ein bisschen näher an hier. Ach, Anmeldebogen fürs Pasta-Wettessen. Guckt mal einer an. Ja, das können wir dem ja den Pasta-Mann gleich geben. Dann füllt er das aus und wir klauen ihm die Kekse oder sowas. So habe ich mir das überlegt. Wäre natürlich ein guter Trick. So. Mehr gibt es hier eigentlich auch nicht zu sehen. Wir laufen wieder im Hundegalopp zurück. Zu, dem Militärmann. Bis später. Na, nicht bis später. Hier, ich gebe dir jetzt mal den Anmeldebogen hier. Kollege Schnürschuh. Ja, wie ich bereits sagte, mir ist niemand gewachsen.
Sie fürchten mich, Gefreiter. Genau wie damals diese Halunken in der Wüste. Warte erst mal ab, wenn Sie mich vor einem Berg von Pasteten sehen. Die werden vor Ehrfurcht zittern. Ja, wir brauchen also irgendwen vielleicht, der sich da einschreibt, der ein bisschen mehr essen kann. Hallo, Gromit, mein Freund. Wie geht's denn, Wallace? Zum Beispiel der Inder. Der Inder isst da immer viele. Was? Ein Pasteten fett essen? Ich weiß nicht. Ich versuche in letzter Zeit, mich in Form zu halten. Oh mein Gott. Ich werde die Pasteten wohl besser sein lassen. Trotzdem danke, Gromit. Wir finden schon irgendwen, der dem Major gewachsen ist. Dann ist er nämlich ganz müde und böse, glaube ich. Hier, wie wär's denn mit der Alten? Die sieht doch fleißig nach Pastete aus, auch wenn sie schon ein bisschen älter Hallöchen. Ist. Hi! Komm, hier, ist mit Mutti. Was hast du denn da, mein Lieber? Ja, einiges. Ein Pastetenwettessen. Wenn das mal kein Leckerbissen ist. Ich? Ach, ich weiß nicht. Ich esse ja schon hier und da gerne etwas Fleischpastete, aber ein Wettschlingen? Nicht gerade damenhaft, oder? Ha! Du siehst auch ohne Fleischpastete im Hals nicht gerade damenhaft aus! Der ist aber gemein. Ja? Erzähl das mal dem Briefträger. Ihm schien ich heute Morgen gefallen zu haben. Der Kerl hat doch nur eine Sehstörung! Aber das, ach, halt du denn, was hat die denn da für einen Freund? Das gibt's doch weißt gar du nicht. Was, mein Lieber? Ich werde am Wettessen teilnehmen. Ich finde, das ist eine tolle Idee. Und ich werde gewinnen! Ja, eine echte Dame natürlich. Mal sehen. Ach, nur ich und der Major, ja? Ha. Gegen Winnie Gebberley sieht der alt aus. So hier, sieht's aus. Gromit. Ich erwarte dich auf meiner Siegesfeier. Und gib mir was ab. Ich weiß gar nicht, warum ich hier ein Wettessen organisiere. Wenn ich da unten noch die ganzen Korbeln holen muss von den Hunden. So, guck mal hier. Mach's auch mit. Komm schon. Ah, Winnie gegen den Major, wie? Das muss ich mir ansehen. Ja, naja. Wenigstens kommt er damit. Dann ist der Knast auch unbewacht. Wir gehen nochmal zum Inder, zeigen ihm das auch nochmal. Vielleicht macht er Lackerle, ich mache doch mit. Ist ja doch keine schöne Idee. Oder? Ein Pasteten-Wettessen? Nee, will er nicht. Na gut, dann zeigen wir das jetzt mal dem Alten. Dem wird die Kinnlade runterfallen. Was, der pennt schon, oder was? Ah, der pennt schon. Wie ich schon sagte, Gefreiter, bekommst du... Nein, du... Also er macht sie nicht frei, aber wir werden jetzt natürlich hier die epische Dings zeigen. Bäm. Ach ja, das Pastetenwettessen. Bis jetzt wagt sich noch keiner, es mit dem übermächtigen Major Crumb aufzunehmen. Wirklich schade. Wie gerne würde ich in die Schlacht ziehen. Mann gegen Mann, Auge in Auge auf dem Schlachtfeld. Kiefer gegen Kiefer an der Schlachtplatte. Bis der Bessere gewinnt. Tja. Edwina! Sie glaubt, dass sie mehr verputzen kann als ich? Wirklich köstlich, Gefreiter. Ich würde zu gern sehen, wie sie in die Mündung einer Ketchupflasche blickt. Sie hat keine Chance. Unmöglich. Niemals. Diese verfluchten Kekse. Ich habe sie den ganzen Tag lang gefuttert. Die werden mich noch außer Gefecht setzen. Gefreiter! Achtung! Beseitige diese hinterhältigen Leckerbissen. Ich muss mich auf den Kampf vorbereiten. Mein Verdauungstrakt muss voll einsatzbereit sein, damit ich diese Frau mit einer Pastetenoffensive vernichten kann. Sie hat sich den falschen Gegner ausgesucht. Auf die Gefechtsstationen! Ja, da habe ich ja wieder einen Krieg in Gang gesetzt hier. Der Major ist schon ganz fleißig dabei und lustig. Ja, ist ja auch Latte. Wir haben nämlich die Kekse, die wir so gerne haben wollten, wofür auch immer. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, aber wir werden da schon irgendwie eine Möglichkeit finden, die Kekse auch einzusetzen. Und zwar könnte ich ja mal versuchen, ihm die Kekse zu geben. Hallo, Gromit, mein Freund. Hi, was geht ab? Wie geht's denn? Ach, lieber nicht. Muss aufs Gewicht. Der muss aufs Gewicht achten. Vielleicht muss ich hier das Schild, habe ich nicht mehr, okay. Nicht, dass ich das dann wieder hinhängen muss oder sowas. Was mit der alten Tante? Also ich glaube ja, ich muss es einen Hund geben, Hallöchen. Aber ich versuche es natürlich trotzdem nochmal hier vorbei. Oh nein, danke. Ich brauche meinen... Hier nochmal vorbeizubringen.
Denn man weiß ja nie, hinterher ärgert man sich nur, dass man wieder irgendwas übersehen hat. Nein, danke. Ich darf im Dienst leider... Das ist doch kein Geschenk. Dann schmeißt du den Keks einfach mal hier oben rein. Aber er kommt wohl nicht ran, so wie es aussieht. Gut. Dann müssen wir damit wohl doch unsere tollen, tollen Hunde füttern, die wir im Keller und im Vorgarten haben. Die Frage ist jetzt halt, wie kriege ich diese Mistmaden raus? Also hier scheint ja nichts mehr zu sein. Außer die Kekse haben wir nichts hier. Wir können natürlich nochmal... Also hier kommen wir auch nicht rein, glaube ich. Mist. Ich meine, mit dem Gartenteich kann man auch nichts anstellen irgendwie, oder doch? Bist du also wieder hier? Ich hoffe, dass du schon einen Plan hast, wie du deinen kleinen Freund aus meinem Garten vertreiben willst. Putschiwu und Tinkiwi waren sicher auch nicht immer kleine Engel, aber sie haben wenigstens nicht in meinen Rosenbeeten herumgewühlt. Was würde ich jetzt für einen tatkräftigen Mann geben? Ich bin ja schon da. Meine Güte, so. So ist dieser Wühlmausverschnitt in den Boden gekommen. Sieh dir meine Petunien an. Pulverisiert! Die armen Petunien. So, was ist denn hiermit zum Beispiel? Ich wollte dieser hier gerade ein kleines Zuhause graben, als dein kleiner Freund in meinen Garten gerannt kam. Man muss sich doch hier irgendwie noch reinbuddeln können, sag mal. Das gibt's doch gar nicht. Und vor allen Dingen, wo ist dieser ominöse Freund, von dem sie da sprach? Okay, damit können wir jetzt schon mal nicht weiterfahren. Ich würde sagen, wir lassen das auch einfach erstmal so, oder? Ich drehe es nochmal. Okay, Straße, go. Und so ist Stopp. Da ist nämlich ein Teich im Weg, aber so sieht das ja auch viel muckeliger aus. So, dann gehen wir doch mal rein hier und gucken, wo sich der olle Hund versteckt. Was ist denn das? Und vor allen Dingen, was wir mit den Keksen machen. Also wir könnten die Kekse ja eventuell toasten. Ob das so eine gute Idee ist? Oh, fuck. Das ist ja hier wirklich wie im Atomkraftwerk. Hier hinter jeder Tür ist irgendwas. Da hinten steht eine Kuh. Was ist denn das hier? Kann man hier mal ein bisschen näher ran schnüffeln? Nee. Ist das witzig hier mit dem Hund? Das ist immer noch besser, als mit dem Hund hier, mit dem Hund durch die Gegend zu rennen, als mit diesem, ja, anderen Typen, der wirklich, naja, egal. Die ganze harte Arbeit durch ein paar streunende Windhunde zerstört. Hier ist zumindest schon mal die Gasflasche. Vorsicht, Gromit. Der Motor des Aromatisators ist ohne Kurbel instabil. Ja, ja, ja. Tja, da ist nix. Geh wieder rein, Hand. Okay. Das heißt, wir können jetzt uns die Kurbel wieder nehmen. So. Und wenn wir die Kurbel jetzt anmalen, und zwar blau. Ja! Ich hab's gewusst. Guck's dir doch mal an hier. So. Dann haben wir die Kurbel schon mal dran. Da brauchen wir nur noch diesen epischen Hebel. Der sieht doof aus, ne? Herrlich. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, was wir mit den Keksen machen. Redet er jetzt mit uns? Ja, nicht wirklich. Was hat der? Okay. So, Gasleitung werden wir hier auch nicht instand setzen können, denke ich mal. Wir müssen jetzt halt erstmal, also ich würde auch erstmal gerne die Luke dazu machen. Da oben, wo die Hunde immer alle durchkommen. Was sind das denn hier alles für Schläuche und sowas? Wenn wir dem den Keks geben, hilft das uns? Wahrscheinlich nicht. Will er nicht. Okay. Wichser. Dann laufen wir eben weiter. Hier zum nächsten. Was haben wir denn? Was ist das denn hier eigentlich noch hier? Wir können ja nochmal mit dem reden.
Natürlich mag ich gute Kekse, Kumpel. Aber etwas zu essen lenkt mich jetzt nur von meiner Aufgabe ab. Na klasse. Oh mein Gott. Die Zeit ist schon wieder um. Mein Timer hat gerade gepiept und ist erzürnt. Ja, im nächsten Part werden wir uns damit beschäftigen, wie wir nun den guten Hebel der epischen Eismaschine da irgendwie noch rausbekommen. Aus dem Loch. Frag mich nicht wie. Ich bin sehr gespannt. So, was willst du jetzt gegen die böswillige Buddelei dieses Windhunds unternehmen? Ich gebe dir nochmal einen Keks vielleicht. Das Einzige, was mich aufheitern könnte, wäre jemand, der mir diesen Hund aus dem Garten vertreibt. Aber zumal ich diesen Hund auch nicht sehe. Na gut, wir machen weiter im nächsten Part. Ciao.